haben wir nicht eigentlich gerade noch ein Kalistolon repariert beim Darkwoodsee? Na gut, teleportieren wir uns hier zu den Grapelgefällen und rennen nochmal durch. Wir haben erfahren, dass Zwillingskling Rache für seine Demütigen die Niederlage will. Er hat eine Bande sehr erfahrener Attentäter angeheuert, um euch zu töten. Hütet euch vor Überraschungsangriffen. Überraschungsangriffe? Ah, die soll mal kommen. Euer Geschick als Bogenschütze ist beeindruckend. Ihr solltet eure Kräfte am Bogenschießstand bei Nottolglade messen. Ah, sieh mal an, schalten wir mal mehr frei. So, dann geht mal weiter sterben. Und dann können wir auch hier weiter. Müssen jetzt hier nicht alles mitnehmen, aber ich frage mich gerade, warum wir uns hier hin teleportieren konnten. Ist das jetzt wieder ausgeschalten? Wir werden es gleich sehen. Jo, ist wieder aus. Ist also eine einmalige Sache gewesen. So, gleich sind wir da. Darkwood See. Erstmal noch durchs Lager stiefeln. Vielleicht haben die Händler da jetzt auch wieder eine neue Rüstung. Wo geht's eigentlich hier hin? Hier ist, glaube ich, Skorms Kapelle. Da können wir noch mal eben kurz hingehen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Auf jeden Fall ziemlich alles ziemlich rot hier drin. Ich meine, hier hinten war noch eine Kiste oder sowas. Jo. Und wieder Hemd. So, hallo die Herren. Willkommen in Skorms Kapelle. Alle, die hier beten, werden mit dem Gift des reinen Bösen erfüllt. Spendet ihr für meine Sache? Ihr könnt eure Belohnung nur fordern, wenn ihr uns frische Verehrer bringt. Hinfort jetzt. Euer Mangel an Opfergaben beleidigt uns. Ja, wenn man hier ziemlich jemanden mit Folgen hinbringt, den um Punkt Mitternacht opfert, kriegt man den besten Bogen im Spiel, aber das werden wir natürlich nicht machen, weil das dann eine absolut böse Tat ist und man kriegt dafür richtig viele Bösheitspunkte, wie auch immer. Und deswegen werden wir das definitiv nicht machen. Und gehen wir jetzt zurück ins Lager. So, jetzt können wir mal eben kurz gucken, ob die da jetzt eine vernünftige Rüstung für uns haben. Was darf sein? Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Die ist alle so dermaßen viel schlechter als das, was wir brauchen können. An der Hookküste heißt es, Messer Jack sei zurück. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Du hast auch nichts. Man hätte euch getötet. Wieso das denn? Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Verdoppt der Kleidung. Ich glaube, keine richtige, oder? Dörflase. Nur so kleinen Krimskrams. Das interessiert uns nicht. So, wir haben schon ziemlich weiße Haare. Entweder das kommt daher, dass wir alt sind, oder dass wir guter Held sind. Ich weiß nur, in Fable 2 ist es so, dass ich damit, glaube ich, die Haarfarbe ändere, je nachdem, ob man gut oder böse ist. Die Gilde dachte also, ich bräuchte Hilfe. Halten die mich etwa für eine Art Jungfer in Nöten? Aber wenn ihr schon da seid, könnt ihr euch auch nützlich machen. Ich untersuche gerade einen alten Schrein, den wir im Sumpf gefunden haben, aber da tauchen jetzt dauernd Lakaien auf. Sie verwenden ihn wohl für eine merkwürdige Zeremonie. Was immer es ist, das ist bestimmt nichts Gutes. Helft mir, die Bewacher des Schreins loszuwerden. Vielleicht kann ich ihn deaktivieren. Kaspergen untersucht sich Vorkommnisse beim Darkwoodsee. Gildenbelohnung 3500 Gold, bekannt als Belohnung 100. Wow, der kommt ziemlich dicht dran. Das wird doch mal aufzuschlagen hier.
Sardine, wie sagt die immer eine Lebensanzeige? Ich hasse sowas. Oh Gott, da sind ja noch welche. Ich hasse es, wenn man eine Aufgabe schwerer machen muss, weil irgendwelche Leute eine Lebensanzeige bei sich tragen. Weil die scheinen ja ganz gut was auszuhalten. Jetzt reicht's aber. Die Lakaien haben wohl den Schein zum Herbeirufen dieses, was auch immer, verwendet. Ich weiß, wie man das Portal versiegelt, sodass dieses Ding nie zurückkehrt. Aber die Beschwörung ist in der Sprache des Alten Reichs. Es kann ein bisschen dauern. Sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Haltet mir diese Lakaien vom Leib, während ich die Beschwörung spreche. Restinje elamundin elamurus. Ja, komm mal her hier. Nein. Wenn wir sie selber treffen, sind hier schon down. So. Muss auf die Magier da aufpassen. So, komm mal her hier. Nicht zaubern. Oh, was geht jetzt hier ab? So. Ach, die können jetzt auch hier durchkommen. Ja, das ist ja schön, Moment. Aber hier. Ach. Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Helft mir! Ich habe es fast geschafft! Oh. Die Beschwörung hat funktioniert. Das Portal ist zu. Hoffen wir, dass das Siegel hält. Das war eine beeindruckende Leistung. Ihr könnt jederzeit an meiner Seite kämpfen. Ich kehre jetzt besser zur Gilde zurück und finde heraus, was das war. Quest abgeschlossen, Gildebelohnung 3500 Gold, extra Belohnung, extra Gold erworben, 220 Gold, Bekanntnisbelohnung 100, extra Bekanntheit 1040, Erfahrung 16.936. So, und wo wir schon mal hier sind, können wir gleich mal dahin gehen. Ist hier noch was? Oh, hier war noch eine Schlüsseltruhe. 15 Schlüssel haben wir mittlerweile auch schon. Arkens Armbrust. Die wird höchstwahrscheinlich besser sein als unser Bogen, oder? Jo. Arkens Armbrust lang. Nehmen wir den einfach mal. So, dann gehen wir mal hier rein. Ein Starkwood Bordell. Ich habe mir schon lange jemanden von der Gilde gewünscht. Ich vergesse meine Manieren. Ich bin Madame Lynch. Willkommen in der berühmten Gartenberge. Begleitet mich bitte. Wie ihr seht, ist das Bordell ein Ort des Friedens und der Freude in einer gefährlichen Welt. Waffen und Zauber sind hier Verbot. Männer müssen hier seit Jahrhunderten ablenken von ihren Sorgen und Angst. Aber, nun ja, auch wir haben Probleme.
Thron, der momentan besitzt, ist ein grausamer, sadistischer und egoistischer Despot. Er behandelt die Mädchen wie Sklaven, fast wie Tiere. Die meisten können jedoch nirgendwo anders hin. Wenn du die Besitzungshunde des Bordells findest, aber das Interessante ist bestimmt nicht. Bitte, genieß den Aufenthalt. Dann finden wir mal die Besitzungskunde. Hier unten war noch was zum Angeln. Oh, das Wassergeräusch, ne? Na. Ich glaube, wir waren Silberschlüssel und Regierung, dann bin ich ganz sicher, da ist noch was zum Angeln. So. Wo lang Gesundheitstank? Gut, das wusste ich nicht mehr. Können wir auch noch mal eben kurz angeln. Ich glaube, ich weiß auch noch, wo diese Urkunde war. Ich weiß aber nicht, ob wir diese fortfinden können, ob wir noch mit jemandem reden müssen. Oh, ich dachte eigentlich, gibt es noch einen Silberschlüssel, aber ich bin getäuscht. Sylkana, die Göttin der zärtlichen Liebe. Ich kann erst noch die Schule finden, oder nicht? Kann aber sein, dass ich mich gerade getäuscht habe, wo die ist. Ist hier noch irgendwas? Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ihr seid willkommen, geschätzter Kunde. Mein Name ist Grope und diese Damen hier gehören mir. Wir haben die besten Unterhalterinnen in ganz Albion und bedienen eine Vielzahl spezieller Wünsche. Solange ihr Gold habt, könnt ihr so viele Waren ausprobieren, wie ihr wollt. Und falls eine Ärger machen sollte, lasst es mich wissen. Und noch etwas. Passt auf die alte Madame da drüben auf. Sie will die Besitzurkunde für dieses Haus und dafür wendet sie jeden schmutzigen Trick an. Ah, ihr volles rotes Haar hat mich ganz wild gemacht, als sie jünger war. Aber heutzutage hat sie den Sexappeal eines toten Schweins. Statt mir meine Geheimnisse im Bett zu entlocken, versucht sie, mich betrunken zu machen. Ich bin einmal fast drauf reingefallen, aber nur fast. Ich bin der Boss und so bleibt es auch. Aber achtet nicht auf mein Geplapper, das sind meine Probleme. Ja, los, 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 los. Vergnügt euch, Sir. Ja, wir müssen jetzt betrunken machen, ist ja logisch, ne? Nochmals hallo auch. Können wir noch nicht mit ihm reden? Ah, wie geht es euch? Moment mal. Und wer seid ihr? Ihr seid's. Meine Augen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Oft erkenne ich nicht mal meine Mädchen. Hä, hey, Moment mal. Ja. Jetzt können wir irgendwas kaufen. Kaufen, Gegenstände, Tränke. Ist das bei Tränke? Nee. Ich bin jetzt auch gewundert. Nahrung. Bier. Kaufen einfach mal 10 Stück. Wir haben es ja, ne? Wenn der Druck, ein Held zu sein, zu groß wird, ertränkt eure Sorgen in seligem Alkohol. Warnung, dies kann sich auf die motorischen Fertigkeiten auswirken. Ja, wir können dann so ein bisschen betrunken werden, natürlich. Hat eins der Mädels euer Interesse geweckt? Hey! Achso. Ein schönes, eiskaltes Bier. Ihr seid ein guter Mann.
geben wir jetzt einfach mal was. Ah, noch ein Bier. Genau, was ich wollte. Wieso kauft er sich denn nicht selber eins? Komm schon, schnell. Noch ein Bier. Das einzig Wahre. Ja! Hey! Oh, das wievielte ist das? Das vierte. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt. So, das fünfte. Yay! Ihr seid der beste Kunde, den ich je hatte. Sir. Sechste. Sechs? Oh, mächtiger Abo, ich fühle mich nicht so gut. Ich denke, ich leg mich um ein bisschen hin, werter Herr. Meine Fresse. Ach, ihr seid es, Boss. Alles in Ordnung? Ich, hatte wohl ein paar zu viel. Ihr gehört ins Bett. Schlaft euch aus. Werdet ihr mit ihm fertig? Natürlich. Also, dann mal rein. Ihr glaubt, ihr könntet mir das Bordell unter der Nase stehlen. Ohne Besitzerkunden kommt ihr nicht weit. Und sie sind sicher versteckt. Ja, ja. Niemand wird sie unter dem alten Baum am See suchen. Oh mein Kopf. Hab wohl ein ganzes Fass Bier getrunken. Hoffentlich habe ich nicht wieder im Schlaf geredet. Keine Angst hast du nicht. Ich stehe mitten auf dem Flur. Oh Gott, wenn man sonst nichts zu tun hat, ne? So, die mag uns. Einen Mann? Mir stockt das Herz. Kann uns aber erstmal egal sein. In einem alten Baum am See. Ja, jetzt können wir graben. Modellbesitzerkunde. Sehr schön. So, da wir ein guter Mensch sind, können wir das jetzt ihr geben. Beziehungsweise müssen wir es ihm die Nase reiben. Ich weiß gar nicht mehr genau. Was für eine Art von Frau wollt ihr denn? Okay, wir müssen das wohl ihr geben. Mal zeigen. Ihr habt die Besitzurkunden. Heißt das, wir sind den alten Grope endlich los? Oh, wie wunderbar. Was? Hä? Wie habt ihr die gefunden? Sie war gut versteckt. Dieser Ort bedeutete mir alles. Und jetzt habt ihr alles ruiniert. Wenn ihr nicht so ein eindrucksvoller Held wärt, würde ich euch ein paar Sachen zeigen. Ich hoffe, das Ding verrottet und fällt ab. Tja, damit seid ihr wohl jetzt der neue Eigentümer. Sehr schön. Sonst irgendwas? Hallo, Sir. Ich habe mit den Mädels geredet und... Naja, wir haben genug von diesem Leben und jetzt, wo der alte Grope weg ist... Ich weiß, es ist viel verlangt, aber vielleicht könntet ihr dieses Haus zu einer Zuflucht für Frauen in Not machen. Ja, machen wir mal, weil wir ein guter Held sind. Was? Seid ihr sicher, Sir? Wenn sie erstmal die Freiheit geschnuppert haben, arbeiten meine Mädels nie mehr als Prostituierte. Ja, wir sind sicher. Oh, wirklich? Oh! Mädchen, ihr müsst nicht mehr arbeiten. Ihr seid frei. Schick. So. Das hätten wir erledigt. Wir haben ein paar Gutheitspunkte bekommen. Darauf trinken wir nochmal ein. So. Da hinten ist noch die Mondhöhe.